Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pete's Meat. Wir haben weiterhin eine laufende Staffel und wir haben weiterhin Dennis und Christian gegen Sebastian und Jay. Heute machen wir etwas... Ich weiß jetzt, was wir heute machen. Wir waren nämlich gerade richtig hart essen, wer am meisten in die Schüssel kotzt. Nein. Ach, hättest du das gerne? Nein. Okay, ich erkläre dir, was wir machen. Ich erkläre es auch den Zuschauern und ich werde es jedem einzelnen Mitglied nochmal genau erklären. Die wissen es nämlich alle noch nicht, damit sie sich vorher da keine Gedanken drüber machen können. Die Aufgabe ist folgende. Schmelze einen Eiswürfel so schnell wie möglich. Da rein. Oder von mir ist mir scheißegal wohin, Hauptsache der ist weg. Deine Zeit wird genommen, danach hole ich Bram, seine Zeit wird genommen und Moment. Dann wird die addiert. Also es geht einfach nur darum, der Würfel, die Flüssigkeit von dem Würfel muss gleich hier rein. Ja, ist egal, wo die hingeht, Hauptsache der Würfel ist geschmolzen. Mir geht es nur um die Zeit, wie lange du brauchst, um den Würfel zu... Oder muss der Würfel einfach weg? Der muss schmilzen. Okay, ja, weil sonst hätte... Dürfte ich den in den Mund nehmen, da schmelzen und da reinspucken? Nein. Oder? Ja. Ja, das sind ja nur theoretische Sachen. Erstmal. Also du darfst halt keine Sachen aus dieser Wohnung benutzen, weil dann manche Teammitglieder einen Vorteil hätten, sondern du darfst halt dich benutzen, um diesen... Ich muss doch kurz die Hose auf. Um diesen Würfel zu schmelzen, so schnell wie möglich. Deine Zeit wird mit der von Bram addiert und das Team, das nachher die wenigste Zeit gebraucht hat, um jeweils einen Würfel zu schmelzen, das gewinnt. Ich hole jetzt mal deinen Würfel. Ich wollte den nämlich erst nach der Erklärung holen. Du machst dich schon mal warm, ne? Dann hole ich den jetzt mal. Ich mach zumindest mal die Hände warm. Ich weiß noch nicht, ob das besser ist, das in den Händen zu machen oder im Mund, aber ich würde theoretisch sagen im Mund. Das ist, ich sag doch, wir kotzen da rein. Christian, deine Zeit läuft ab jetzt. Oh, halt. Alter Junge. Also, ich würde mal sagen, das ist eine gute Vorlage. Also, das kann man durchaus machen. Wir sind jetzt aktuell bei sofort 30 Sekunden. Ist natürlich die Frage, ob man irgendwann dann vielleicht seinen zu kalten Mund wegnimmt und dann vielleicht irgendwie in die Rotze noch mit den Händen geht, damit das dann noch die letzten Sachen schmilzt oder ob man es komplett mit seinem Mund macht. Ich weiß gar nicht, wie schnell man so... Wie du da einfach draufgebissen hast. Alter Vater! Das war nicht schlecht. Also hier wird alles gegeben, damit das Team vorankommt. Und wir sind jetzt sofort bei einer Minute. Aber ich... Das war pure Flüssigkeit. Mhm. Da habe ich nichts mehr gesehen von wegen irgendwas, das noch geschmolzen werden müsste oder sonst wie. Mhm. Also das war schon nice. Aber das war noch nicht alles. Christian arbeitet noch. Das war. Ja. 1 Minute 15, ich habe jetzt 1:17 draufstehen, aber ich habe nicht schnell genug gedrückt. Aber das war nicht schlecht. Ich sag mal, man sollte keine schmerzempfindlichen Zähne haben. Das fürchte ich auch, deswegen freue ich mich jetzt besonders auf den nächsten Gast. Dennis Bram. Okay. Und da haben wir auch schon den Dennis Bram. Hm. Bram, ich erkläre dir jetzt mal, wie das laufen wird. Okay. Jeder aus den Teams muss es versuchen, so schnell wie möglich einen Eiswürfel zu schmelzen. Dafür darf er sich selber benutzen. Okay. Der geschmolzene Eiswürfel sollte da rein. Okay. Und je schneller, desto besser. Christian hat eine Zeit vorgelegt, die wird mit deiner addiert. Und dann gucken wir nachher, wie schnell die anderen beiden addiert zusammen sind. Holger, ist das denn bitte? Und darf ich noch was anderes benutzen, außer das und mich selber? Nein. Okay. Du darfst in dieser Wohnung nichts benutzen, haben wir extra gesagt, weil sonst ein Teammitglied einen Vorteil gehabt hätte. Ich verstehe. Und damit du nicht allzu lange darüber nachdenkst, hole ich jetzt sofort den Würfel und die Zeit läuft, sobald er in deiner Hand ist. Also ich sag's dir auch an. Da muss aber keiner trinken oder so. Nein, Flüssigkeit da rein, bitte. Du musst den jetzt relativ zügig nehmen, weil ich habe ihn schon in der Hand und Zeit läuft. Ich glaube, das ist eine der wärmsten Stellen am menschlichen Körper. Oh, mein T-Shirt wird nass. Oh, ist das kalt. Moment. Oh, kalt. Andere Seite. Aber ich muss also, das muss nicht unbedingt da drin landen. Das muss geschmolzen sein. Das ist das Wichtige. Okay, wenn mein T-Shirt sich damit vollsaugt, ist das absolut legit. Okay. So. Das ist so bestimmt so mega kalt. Das ist super kalt gerade.
Oh, ich stelle mir das gerade ab. Oh, und dann ist. Oh, 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 oh. Guck mal, der ist ja schon gut weit weg. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Das schon kommt so auf Schiss. Also, wenn du jetzt auf die Christian-Taktik umsteigst, dann Respekt, weil das wäre recht. Weil der den. Achso, der hat den Mund genommen. Aber das, ich verstehe. Ja, du wirst den anderen jetzt aber nichts sagen, hoffentlich. Nee. Und das wäre zumindest nicht klug für dich. Nee, das ist nicht klug. Hast du so gerade deinen. Ich bin ja ein bisschen dicker und deswegen habe ich den quasi diese Bauchfalte. Oh, die Bauchfalte. Ja, die ist auch immer warm. Ja. Jetzt wandert der so langsam sicher rüber, weil. Na, ein bisschen schon weg. Ja, das ist schon ordentlich was weg tatsächlich. Oh. Boah, das ist das kalt, Alter. Das. Also die Zeit. Das als der behindert zu sein, die wir gemacht haben. Wie panisch du dir noch diesen Pulli ausgezogen hast. Die Idee kam mir leider erst so, das war so im Legen. So, ja. Jetzt musste der Pulli weg. Das Problem ist, ich hätte ihn auch anlassen können. Ja, du hast gar keinen Vorteil, Tattoo. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das war ja fast eher, da weiß ich, ob es ein Nachteil ist oder nicht, das ist natürlich so eine Frage. Boah, Alter, Junge, komm hier nochmal, geh noch ein bisschen unter die Achseln, Junge. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch schön kühl. Ja. Also, wir haben gerade noch gegessen, also jetzt so eine kleine Abkühlung, um wieder wach zu werden, ist vielleicht ja nicht so verkehrt. Da kann man sich da mal einen Eiswürfel unter den Achseln gönnen. Ja. Ist vielleicht auch mal so therapiemäßig ganz. Ich muss ihn ja möglichst komplett umschließen. Also du könntest, ich will jetzt keine Tipps geben, aber es gibt ja auch noch sehr warme Stellen am Körper. Nee. Gerade nicht, danke Peter. Das ist schon so sehr krass. Ja. Und sonst so? Das ist ein schönes Spiel. Gleich fertig, glaube ich. Ja, das könnte sein. Das würde mich jetzt nicht wundern zumindest. Ja. Wie viel ist es denn noch? Ein bisschen ist noch, ja gut. Da kommt aufgeschissen. Ja, jetzt hat sich die Hose gepackt. Jetzt ist der Eierstrom frei, gerade am Stissel bei Kälte. Ja, mal richtig ab. Möchtest du nochmal? Nee, das ist schon in Ordnung. Aber hier geht der richtig, wird der richtig klein. Also nicht nur der, sondern auch der Eiswürfel, merkst du richtig. Moment, ich bin fast fertig. Ja, guck mal, ich habe nur noch ein bisschen. Ja, guck mal, das ist doch jetzt sofort weg. Muss noch mal ein bisschen an den Eier spielen. Und dann. Ich habe halt in die Leiste, tatsächlich gar keine Eier. Ah, ich bin okay. Noch fair. Moment. Das war frisch. Und jetzt weg. Okay, alles klar. Jetzt brennt der Saft die Eier rund. Also kompletter Körpereinsatz von beiden aus dem Team Bram und Christian bisher. Ja, das nicht. Nee, danke. 4:47, also auf der Uhr steht 4:49, aber ich hatte bei Christian 2 Sekunden zu spät gedrückt, deswegen 4:47. War schneller als der? Christian war deutlich schneller sogar tatsächlich. Das ist noch schneller. Aber das hättest du gar nicht machen können, was der gemacht hat. Der hat das Ding nämlich im Mund genommen und draufgebissen und direkt klein gekaut. Innerhalb allerkürzester Zeit und dann da reingespuckt. Das ist ja super smart. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du das mit deinen Zähnen überhaupt hättest machen können. Ja, das hätte ich machen können. Ah, okay, dann. Scheiße. Der hamste das nicht an seiner Eier. dann holen wir doch jetzt mal den Jonathan. Ja. Und dann haben wir den Jonathan. Lieber Jonathan, folgende Challenge steht heute bereit für euch. Die beiden haben es jetzt ja gerade schon gemacht. Du bist der Erste aus eurem Team, aus dem Team Jonathan Sebastian. Und die Challenge besteht daraus, so schnell wie möglich einen Eiswürfel klein zu machen, also zum Schmelzen zu bringen, dass er halt weg ist. Und die Flüssigkeit da rein oder auch nicht, aber nicht jetzt irgendwie. Also die Flüssigkeit sollte bestenfalls da rein. Aber ist nicht unbedingt notwendig. Ist nicht notwendig. Ja. Und das muss hier an dem Tisch passieren. Ja, und du darfst nichts aus dieser Wohnung benutzen. Du darfst nur dich selber benutzen. Ah. Das ist ganz wichtig, weil sonst hätte ja einer einen Vorteil, der sich hier ein bisschen besser auskennt. Ja, zum Beispiel. Das heißt, die Zeit wird addiert mit Sebastians, ja, und meiner. Ja, korrekt. Das heißt, okay. Deine Zeit läuft ab jetzt. Oh. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, da ist irgendwas noch in deinen Schritt gefallen, aber ich glaube, das wird weg sein, bis du all die großen Sachen auch weg hast. Ha 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 ha!
Hier ist auch ein Stück Füße, schiebt ihr das mal rum. Ja, ich finde das schön, wie alle Beteiligten hier so unterschiedliche Herangehensweisen mit an den Tisch bringen. Aber ja, da sehen wir doch ein... Wann ist sie denn geschmolzen? Ja, also da ist wirklich Flüssigkeit dann. Also ich... So, die Sachen beispielsweise zählen auf jeden Fall auch noch dazu, aber ne, könnte sein, dass die teilweise schon Flüssigkeit sind. Ja, die sind auf jeden Fall Flüssigkeit mittlerweile. Da haben wir, sind wir auch. Sag an, wenn du meinst, ist durch. Weil ja, ich kann dich von hier aus nicht erkennen. Ich hör's ja noch. Ja, ich höre auch noch irgendwas. Ist nur nicht so leicht, die Dinger rauszufischen. Nee. Scheiße. Jetzt müssen wir gleich erstmal putzen hier. Scheiße. Komm. Das ist halt echt noch so ein Stück. Hätte ich es nicht so leicht zerbrechen sollen. Stopp? Ja, stopp. Okay. 2 Minuten 15 hat der Jonathan gebraucht. Dann habe ich gebraucht, denke mal, der auf deinem. Da ist. Oh shit. Und läuft weiter. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Den habe ich dir sogar angesagt vorhin am Anfang. Ja. Alter, ich blute. Voller Einsatz, Junge. Da war halt echt noch so ein Stück auf seinem Schritt, ey. Und zwar gar nicht so ein kleines. Ich glaube, sonst ist aber nichts Großes runtergefallen. Das war das Einzige, was ich gesehen habe. Und weg. Alles klar. 2 Minuten 41 dann jetzt. Eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, aber ich drücke mein Auge zu. Ja, und dann kannst du auch den Sebastian reinholen. Wie war denn so meine Zeit? Ich sag mal so. Du warst langsamer als Christian, aber schneller als Bram. Nice. Ja. Okay, pass auf, Sepp. Deine Challenge ist es, so schnell wie möglich einen Eiswürfel zum Schmelzen zu bringen. Ja. Du darfst dafür nur dich selber benutzen. Nichts hier in der Wohnung nehmen, kein Fünfer, also nichts, aus, sondern dich benutzen, deinen Körper benutzen oder... Wenn ich den jetzt in meinen Arsch stecke und der weg ist, was ist dann? Er muss schmelzen. Ja, das für siehst du doch nicht. Das siehst du aber nicht, Peter. Ja, das, ob der also, weg ist oder nicht. Ja, das, Jay ist schon dabei. Nee, da muss, ja, das würde ich durchgehen lassen, aber wenn du den beispielsweise in einmal, keine Ahnung, irgendwie verschwinden lässt, also er muss halt schmelzen. Ja, okay. Und weil das kannst du nicht mehr prüfen danach. Genau, ich muss das überprüfen. Dass der, also ja, wenn okay, du dann, dann ist wenn, die Option leider wenn raus. Wenn du danach okay. aber Wasser aus deinem Arsch drückst, hätte ich das damit ja überprüft, theoretisch. Ja, aber das dauert ja viel länger. Aber weil ich wär, muss ja wieder rausdrücken, das dauert ja länger. Da, wenn das Wasser dann das wieder ja rauskommt, ist das eine Option. Ja, aber das dauert länger. Das kann ich dann ja überprüfen. Es geht um Zeit, ne? Es geht um Zeit. Ja, also deine Zeit wird addiert mit der von Jay. Und dann wird geguckt, welches Team hat kürzer gebraucht. Aha. Das andere Team ist ja schon fertig, du bist jetzt der Letzte. Die Zeit von Jay habe ich hier, die sage ich dir aber nicht. Du gibst ja so oder so dein Bestes. Ich tue jetzt mal den Eiswürfel. Ich überlege gerade, welches Stück von meinem Körperteil am wärmsten ist. Der ist, verdammt, der kommt ja frisch aus dem Eisfach. Deine der ist Zeit ja richtig kalt. Läuft ab jetzt. Ah. Chillen wir doch jetzt erstmal, München. Oh, Scheiße! Oh, Kacke! Also, der ist jetzt nicht in Teile zersprungen, ne? Nee, noch nicht. Ja. Noch nicht, aber... Der ist schon gut. Boah, da sind Haare. Ja, Scheiße, da sind Haare von Zähnen drin. Wenn der am Boden fällt und der in zwei Teile springt, dann müssen beide Teile geschmolzen. Ja, das ist mir schon klar. Okay, sehr gut, weil Jay hat vorhin noch... Das ist auch mal ein Satz. Nachdem er auf dem Boden lag, ein paar Mal erst noch. Ja, ein paar Katzenhaare willst du mir damit sagen. Ja, die sind jetzt auch in deinem Mund, ne? Also.
Hier liegt alles ein Stück, das nicht vergessen. Oh, was? Was? Ja, aber das ist ja Mini. Das ist ja schon fast geschmolzen, glaube ich, bis du da durch bist. Aber ich sehe Fortschritte. Wie schnell waren so die anderen? So? Das sag ich dir jetzt natürlich noch nicht. Oh, ja, jetzt wird's. Oh, das ist, glaube ich, eine sehr gute Taktik. Aber dürfen auch keine Stücke mehr da sein, das ist wichtig. Ja, ja. Muss Flüssigkeit sein. Fläche vergrößern! Oh, geile Geräusche, richtig schmatzig. Oh, ist nicht mehr viel. Also noch so kleine Stücke. Boah, meine Hand ist ganz rund. Scheiße, das ist echt kalt. Jay hat sogar angefangen zum Bluten irgendwie. Was? Ja, der hat vollen Einsatz gesehen. Ja, nee, lass dich nicht ablenken. Es geht hier um jede Sekunde. Okay, noch ein kleines Stückchen. Noch ein kleines. Ist weg. Okay. Dann würde ich mal sagen, holen wir jetzt nochmal die anderen dazu. War das gut? Dann löse ich auf. Und da sind sie alle zusammengekommen. Das war eine sehr lustige Challenge, muss ich sagen. Schmerzhaft. Das erste Team. Das Team Christian und Ram. Hast du dich verletzt? Weiß ich selber nicht. Ich habe nur gesehen, ich blute. Ich habe Eis verletzt. Du sollst dir doch zum Schmelzen bringen. Auf einmal ist deine Hand implodiert. Ich glaube, ich habe so kaputt gehauen. Ich habe den Eiswürfel auf den Boden gepackt und einfach so drauf gehauen. Auf den Tisch meint er mit dem Auf den Boden. Tisch gehauen. Und dabei habe ich wahrscheinlich mich vielleicht verletzt. Ist schon typisch. Auf jeden Fall, die vorgelegt haben. Christian und Bram haben 4 Minuten und 47 Sekunden gebraucht. Mit Christian derjenige, der mit Abstand am schnellsten war. Krass. Team 2, die dann nachgelegt haben, und das wurde richtig knapp am Ende noch mit Sepp, haben insgesamt gebraucht 4 Minuten und 52 Sekunden. Nein! Yes! Ach, komm, ey. Nein. Das heißt, ich bin schuld bei uns. Ja gut, ich hätte auch schneller sein können, theoretisch. Nee, aber ich war der Langsame. Du warst der Langsame, auf jeden Fall. Ich war bei uns dann auch der Langsame. Ja. Was hast du denn gemacht? Ah ja, stimmt. Und damit steht bei Pete's Meet Figgede in Führung Team Christian und Bram. Fuck. Mal schauen, wie es weitergeht in der nächsten Folge von Pete's Meet Figgede. Aber Einsatz gezeigt. Klar. Ich freue mich schon sehr darauf, euch da wieder zu begrüßen bei Pete's Meet Figgede. 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 Du musst ja Fight in Deutsch aussprechen. Fight. Figgede. Figgede. Ich finde, das hätte ich wieder viel besser machen. Also Fight. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Fight. Ciao. Schmelzt rein.